Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen in Seattle, Heimat der Seattle Space Needle Seahawks sind auch hierher und Infamous Second Son spielt in dieser Stadt. Und ich würde sagen, ja, wir haben wieder einige neue Geschichten, die hier im Umkreis zu finden sind. Die erste ist wieder mal hier aufgetaucht auf das Spiel Ist Verlass. Es ist immer eine neue, verbesserte Geschichte da, wenn man das Spiel neu startet. Hören wir sie uns doch mal an, beziehungsweise nicht, wir hören nur, worum es geht. Und zwar, er erzählt die Geschichte von der Zeltstadt, in der ein eigenartiger Kult sein Unwesen trieb. Sie klingt verdächtig nach der von der ungewöhnlich sauberen Zeltstadt, die du gefunden hast. Aber einige Teile wurden geändert und einiges wurde hinzugefügt. Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das ist gar nicht so gruselig. Wir hatten eine ungewöhnlich saubere Zeltstadt und wir waren in einem Zelt, wo Leute mit Pestmasken waren. Wahrscheinlich waren das ganz einfach nur stinknormale Ärzte, die dafür gesorgt haben, dass dort hygienische Umstände herrschen. Aber gut, okay. Die Leute hier finden sowas ominös und jetzt ist das plötzlich ein seltsamer Kult. Sie beteten etwas an, das sie Seife nannten. Ganz, ganz komisches Zeug. Dabei weiß doch jeder, dass nur eine gesunde Schicht Dreck vor Krankheiten schützt. Hat man früher wirklich geglaubt. On top of a hillside boxcar, four men in sailor's clothes fixed their eyes on the distant waterfront, where a crowd of hundreds clashes with uniformed cops. From this far, the sound resembles some loud, tenacious animal. Am Hang sitzen vier Männer in Seemannskleidung auf einem Güterwagen und blicken auf den fernen Hafen hinunter, wo sich hunderte Menschen mit uniformierten Polizisten prügeln. Vom Weiten ähnelt der Lärm einem lauten, wilden Tier. Was soll das alles? After a while of silence, one of the men responds. You notice his bruised eye. Waiting on the police to deal with those strikers so we can get back to work. Nach einer langen Pause antwortet einer der Männer, er hat ein blaues Auge. Wir warten darauf, dass die Polizei den Streik auflöst, damit wir wieder an die Arbeit können. Bist du nicht im Streik? The man clenches his fists. Hey, mind your damn business. Der Mann ballt die Fäuste. Hey, kümmere dich um deinen eigenen Dreck. One of those bastards dragged me off the pier and the police open fire into the crowd. As the shots ring out, the character of the sound changes altogether into terror and pain. Oh, fuck this. Bye. Einer dieser Scheißer hat mich vom Pier geschleift und die Polizei eröffnet das Feuer. Als die Schüsse in der Luft hallen, ändert sich der Ton der Menge schlagartig. Panik und Leid brechen aus. Okay, scheiß drauf. Tschüss. Auf Wiedersehen. No point dying for a day's work. The man crawls to the edge of the boxcar and hops off. The sound of gunfire continues all across the port, but the dense picket line remains unbroken. Ein Tag Arbeit ist nicht wert, dafür zu sterben. Der Mann rutscht zum Rand des Waggons und hüpft herunter. Vom Hafen schallt weiterhin der Lärm von Schusswaffen herüber, doch die Streiklinie bleibt ungebrochen. Streikbrecher mit dem blauen Auge. Ach ja. Okay, brauchen tue ich weiter nix hier in Seattle. Ja, also das muss man sich halt wirklich mal vorstellen, ne? Also die Leute wollten einfach nur ein besseres Leben haben und dafür hat man die sonst wie behandelt. Hat auf die geschossen, hat die verprügelt. Und dann gab es noch einige, die dann halt gesagt haben, ja, nö, weißt du was, ich mag die beschissenen Bedingungen. Ich arbeite einfach weiter. Weil das sind Streikbrecher, also nur, falls das jemand nicht weiß, Streikbrecher sind schlicht und ergreifend Leute, die eben trotz eines Streiks dann kommen und sagen, ja, hey, ich arbeite auch für weniger Geld. The creature looms in an evergreen clearing. Blood spattered around its maw. One enormous paw still buried in the flesh of the man sprawled beneath it. The grizzly spots you. Even at this distance, you can see its yellowed fangs. Slowly,
deliberately. It begins to advance on you. Die Kreatur hockt inmitten der immergrünen Lichtung. Blutflecken zieren ihr Maul und eine ihrer gewaltigen Pranken ist noch im Fleisch des Mannes vergraben, der unter ihr begraben liegt. Leonardo DiCaprio wahrscheinlich. Der Grizzly bemerkt dich und selbst auf die Distanz kannst du seine vergilbten Zähne deutlich erkennen. Langsam und bedächtig bewegt sich der riesige Bär auf dich zu. Wenn man in einem Bär auf dich zukommt, totstellen. To your knees, curling into a ball. The only noises you can hear are your breathing and the bear's warning grunts. The bear's rancid breath is hot on your neck as it sniffs you. After what feels like an eternity, it wanders away. Du lässt dich auf die Knie fallen und rollst dich zusammen. Die einzigen Geräusche, die du wahrnimmst, sind deine eigenen Atemlaute und das drohende Knurren des Bären. Du spürst seinen fauligen Atem in deinen Nacken, während er dich beschnuppert. Der Moment scheint eine Ewigkeit zu wären, doch schließlich lässt die Bestie von dir ab und wandert davon und ich warte noch ein bisschen, um sicher zu sein. You remain still as the light fades. Eventually, you dare to move. It's just you and the dead man in the clearing. He looks dressed for a day foreclosing property, not trudging through the forest. The company here is unsettling, with him dead and you playing so. Du rührst dich nicht, bis das Licht zu schwinden beginnt. Schließlich fasst du dir ein Herz und blickst dich um. Du bist allein mit dem Toten auf der Lichtung. Er ist gekleidet, als wolle er ein Grundstück zwangsversteigern lassen und nicht wie jemand, der sich mitten durch den Wald schlägt. Es ist eine unheimliche Gesellschaft. Er tot und du, der so tut, als ob. Wenn das keine spannende Geschichte ist. Ich habe übrigens vor, wenn wir es schaffen, ne? Ich werde mir jetzt hier so ein bisschen im Umkreis, hier ist noch der Leuchtturm, da vorne sind noch zwei Geschichten. Haben wir sonst noch was? Hier sieht nicht so aus. Ich habe ja letzte Folge entdeckt, dass ich tatsächlich schnell reisen kann und ich würde gerne dann mal zurück zu Quinn. Der wollte ja immer spannende Geschichten haben und jetzt habe ich ja einige. Da rüste ich die dann alle mal aus und werde versuchen, das dritte Kapitel von dem abzuschließen. Vielleicht, man weiß es nicht, sehen wir dann mal, was passiert. Das würde mich nämlich mal interessieren, was passiert, wenn man wirklich dann auch das letzte Kapitel von so einem Charakter abgeschlossen hat. Fog fills the margins of redwoods, vanishing their high crowns. A strong musk, reminiscent of a gasoline spill, makes your eyes water. Behind distant sets of trees, a titanic silhouette lurches past. Dichter Nebel füllt die Zwischenräume der Mammutbäume und verbirgt ihre Wipfel vor deinem Blick. Ein scharfer, benzinartiger Geruch lässt deine Augen drehen. In der Ferne hinter den Baumstämmen schlurft eine gewaltige Silhouette vorbei. Broken lines of blood blotch the stranger's footprints. You come upon a maimed elk, whose sundered antlers have left behind patches of exposed tissue. The sediment-covered corpse seems to have been dragged some considerable distance. Blutflecken zieren die Fußstapfen des Fremden. Du begegnest einem verunstalteten Elch, dessen abgerissenes Geweih den Blick auf die Überreste seines Hirns freigeben. Der mit Blättern und Nadeln bedeckte Kadaver scheint eine große Distanz geschleift worden zu sein. The silhouette of the stranger looms at the edge of visible forest. You feel the weight of their eyes upon you. Die Silhouette des Fremden ragt am Rand deines Sichtfelds empor. Du fühlst das Gewicht seines Blicks auf deinen Schultern. Und ich rufe ihn natürlich, weil das schlau ist. The stranger doesn't respond. They turn and walk into the fog. Der Fremde antwortet nicht. Er dreht sich um und verschwindet im Nebel. Der Fremde im Wald. Ich könnte mir vorstellen, der sah ja ein bisschen behaart auf dem Bild aus. Eventuell wird er am Ende die Legende von Sasquatch oder so. Weiß es nicht, aber könnte ich mir vorstellen.
Und da vorne ist ja auch noch ein Lagerfeuer. Ja, okay. Dann machen wir es wirklich mal so, ne? Also die zwei Geschichten da vorne, die da sind, und das Lagerfeuer. Und dann gucken wir mal nach Quinn. Vielleicht kann ich ja was reißen. Ansonsten müsste ich mir echt überlegen, wie wir das anstellen. Ich konnte ja auch irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, immer nur eine Geschichte pro Kategorie aussuchen, nicht wahr? Was ist eigentlich, wenn ich dann aus allen Kategorien eine Geschichte aufgebraucht habe und kann dann quasi nicht mehr mit ihm reden, hab's aber auch nicht geschafft, sein Auge zu öffnen? Ist dann Spiel vorbei? Okay, noch eine verbesserte Geschichte. Geister zweier Zwillingskinder heimgesucht, ein Hotel, ja. Genau, die seltsame Geschichte von den Zwillingen, die ja meiner Meinung nach sehr an The Shining angelegt ist. Also jetzt denke ich jetzt rein wegen den Zwillingen. For hours now you've seen it circling overhead. Its wings cutting across the sliver of sky you can see framed by the crowns of vast redwoods. But it's gotten closer. The cry that echoed from afar now seems dangerously near. Stundenlang siehst du ihn über dir seine Kreise ziehen. Seine Flügel schneiden durch den... Was? Seine Flügel schneiden durch den Streifen blauen Himmels, den du über den gewaltigen Mammutbäumen noch erblicken kannst. Er ist näher gekommen. Der Schrei, den du zuvor aus weiter Ferne hören konntest, erklingt gefährlich nah. Zum Himmel blicken. And suddenly, the eagle swoops down, claws splayed before it, wings spreading into a crescent of knife-sharp feathers. Und plötzlich stürzt der Adler mit vor sich ausgestreckten Klauen zu Boden. Seine Flügel ein Halbmond aus messerscharfen Federn. Ich suche Schutz. You scramble away from the road, seeking shelter under one of the large trees. The eagle recedes from sight. But then, as the noise of its cry dims, you hear another noise. Du springst von der Straße herunter und suchst unter einem der riesigen Bäume nach Schutz. Der Adler verschwindet aus deinem Sichtfeld, doch gerade als sein krächzender Ruf verhallt, hörst du ein anderes Geräusch. Some dandy's sleek automobile blazing down the road. It nearly clips you. Were you still standing there, you'd be a goner. The eagle, as if expecting thanks, lands nearby. Just for a moment. And then it's in the sky again, looking for whatever lunch it's missing. Das schicke Automobil eines Lebemanns rast die Straße entlang und streift dich um ein Haar. Hättest du immer noch auf der Straße gestanden, wäre es jetzt um dich geschehen. Für einen kurzen Moment landet der Adler nicht weit von dir auf dem Boden, so als würde er erwarten, dass du ihm dankst. Schließlich erhebt er sich wieder in die Lüfte, auf der Suche nach seiner Beute. Ja, dankeschön und vielleicht bis irgendwann. Das war schön. Könnte eine hoffnungsvolle Geschichte sein. Können wir auch ausrüsten, weil Quinn will ja auch hoffnungsvolle Geschichten. The lightning starts in the next valley over. Then the wind picks up. The long grass hisses. And suddenly, it's raining so hard you can barely breathe without a hand over your mouth. Über dem nächsten Tal beginnt es zu blitzen. Kurz darauf beginnt der Wind aufzuheulen und fährt raschelnd durch das hohe Gras. Und mit einem Mal beginnt es so heftig zu regnen, dass du dir die Hand über den Mund halten musst, um weiterhin Luft zu bekommen. Ich suche Unterschlupf. The lightning momentarily illuminates a farmhouse on the opposite hilltop. The only one for miles. Much closer, though, is a silhouette of a dilapidated barn. Für einen kurzen Moment hüllt ein Blitzschlag einen Bauernhof auf dem gegenüberliegenden Hügel in sein Licht. Der einzige für viele Meilen. Ein gutes Stück näher entdeckst du jedoch den Umriss einer baufälligen alten Scheune.
Ich gehe mal in Richtung Scheune, weil ich mehr aus der Kategorie noch Geschichten hätte. It's mostly dry here. Perhaps that's why every corner of the barn has a soaked, silent traveler crouching in it. 15 or 20 of them, all staring in your direction, all blinking, all curiously dressed in the same brown coat. One silently points you to a spot of your own. Im Innern ist es nahezu trocken, vermutlich hockt deshalb in jeder Ecke der Scheune ein durchnässter, schweigender Reisender. Es sind 15 oder 20 an der Zahl, alle in die gleichen braunen Mäntel gehüllt und den Blick dir zugewandt. Einer von ihnen weist dir schweigend einen Platz zu. Ich bleib hier. They scurry back and forth across the floor of the barn all night long, whispering to one another. When you wake, it's late. And every single one of them is gone, along with some of your cash. Die ganze Nacht huschen sie über den Boden der Scheune hin und her und flüstern einander zu. Als du erwachst, ist der Tag bereits angebrochen und die fremden Männer sind verschwunden. Gemeinsam mit einem Teil deines Geldes. Ach, schade. Das habe ich jetzt davon, dass ich Menschen vertraue. Na gut, okay. Wir setzen uns ins Lagerfeuer. Mal schauen, wer jetzt auf uns wartet. Genügend Geschichten haben wir ja. Rose von Jonathan Nordhagen. Well, hey there. What's happening, oh. Stranger? Pull up a seat if you want to share. Ah, die ist ein Hippie, glaube ich. Hallöchen, wie geht's, wie steht's? Setz dich nur, wenn du reden willst. I guess my deal is pretty clear. You probably see 100 long-haired, bangle-wearing freaks on the road every day. We're the only one still hitching around, I guess. Ist wohl klar, was ich bin. Du siehst unterwegs doch bestimmt jeden Tag hunderte langhaariger Freaks mit Armreifen. Außer uns trampt wohl kaum noch jemand durch die Gegend. Bummer. Because this is a beautiful place when you take the time to smell the flowers, huh? Schade, weil es hier echt schön ist, wenn man sich mal etwas Zeit nimmt und sich umschaut, oder? You know, I'd love to hear a really good scary story. Ich würde jetzt echt gerne eine Gruselgeschichte hören. Ja, also liebend gerne. Wie wär's denn mit der Geschichte von der Katze und der Wirtin im Nordwesten? Oh man, that's really good. Good and scary, I mean. Ja, sehr, sehr schön und natürlich jetzt auch wieder in der Welt, um besser zu werden. Death. My brother died. They didn't even tell me. I read in the newspaper. Der Tod. Mein Bruder ist gestorben. Sie haben es mir nicht mal gesagt. Hab's aus der Zeitung. He got blown up by a Viet Cong mine, it said. Da stand, es war eine Viet Cong Mine. So anyway, got any good ghost stories? Anything scary or weird? Okay. Ich find's nur etwas komisch, dass du ausgerechnet Ghost Stories hören willst. Ich hätte noch die Geschichte von der Wahrsagerin, deren dunkle Vergangenheit, die sie in ihre Kunden befleckte. Oh, wow, that's scary stuff. You are really good at telling these. Und zack, schon ist ihr Auge weit offen. And luck. That's what got him. The lottery is how they decided. My brother was born December 12th and that was his unlucky number. Und Glück, das hat ihn erwischt. Sie haben sein Los gezogen. Mein Bruder wurde am 12. Dezember geboren. Das war seine Unglückszahl. They spun that drum and out came his whole life. Spilling out in that jungle. Sie drehten die Trommel und sein Leben floss raus in den Dschungel. You know, I'd love to hear a really good scary story. Noch eine Gruselgeschichte. Ja, natürlich. Da haben wir doch bestimmt hier irgendwo was. Oh ja, wie zum Beispiel die Geschichte von der vom Geist besessenen Vogelscheuche. Oh wow, that's scary stuff. You are really good at telling these. Wow, gruselig. Du kannst ja sowas echt gut erzählen, ich weiß. My dad was big on following rules. Came from being in the army, I guess. But that wasn't my bag. Autorität. Mein Vater stand auf Regeln, wohl weil er in der Army war. Aber das war nichts für mich. I was a free spirit, he said.
with love when I was a kid. More bitterly when I was older. Ich war ein Freigeist, sagte er immer. Liebevoll, als ich noch klein war. Später eher bitter. So, you seen anything really hilarious out here? Ah, was Witziges will sie jetzt. Die Geschichte von vier identischen Männern von zwei verschiedenen Müttern. Oh, yeah, that's a good one. Ja, ne? My past. Well, my parents didn't abuse me or anything. We just disagreed. We still do. Die Vergangenheit. Meine Eltern haben mich nicht missbraucht oder so. Wir waren uns nur nie einig. Sind wir immer noch nicht. I mean, I assume. Also, vermute ich zumindest mal. So anyway, got any good ghost stories? Anything scary or weird? Tja, ein paar gute Geistergeschichten. Ihr könnt ja übrigens sehen, was ich meine, ne? Also diese, auch wenn ich in dieser Kategorie hier unten zum Beispiel noch mehr Geschichten habe, kann ich hier keine mehr erzählen. Ich kann jede Kategorie nur einmal auswählen. Und was ich mich halt frage ist, wenn ich jetzt bei Quinn bin und ich habe aus jeder einzelnen Kategorie eine Geschichte erzählt und habe aber immer den falschen Ton getroffen. Und ich kann dann eben nichts mehr erzählen, aber sein Auge ist auch noch nicht offen ganz zum Schluss. Tja, was dann? Nun denn, ich erzähle mal die Geschichte hier von den Geistern, weil da würde ich gerne mal in der Music Hall, weil da würde ich gerne mal wissen, was das für ein Dings ist. Vielleicht ist es eine gruselige, vielleicht auch eine lustige, ich weiß es nicht. Huh. I don't get it. Traps. Ich glaube, das ist eine lustige. Also eine gruselige ist es nicht, das wissen wir schon mal. Ich habe mich zu Hause gefangen gefühlt, erstickt, als könnte ich nicht wachsen. First time I ever felt free was on my way to San Francisco on the Greyhound. $32 in my jeans and a daisy plucked from the parking lot in my hair. Das erste Mal wirklich frei fühlte ich mich im Greyhound-Bus nach San Francisco mit $32 in der Tasche und einem Gänseblümchen vom Parkplatz im Haar. Well, there it is. And I feel like I've been doing all the talking. But the sun's Ach ja. Soon, so I gotta get ready to go. Heard some interesting stuff. Da ist die Nacht auch schon wieder um. Okidoki, dann bis später. So ja, wir begeben uns jetzt allerdings. Was haben wir es denn? Ja, 23 Minuten. Okay, gut. Hier ist gleich noch eine verbesserte Geschichte, die nehme ich noch mit und dann bewegen wir uns mal Richtung Quinn. Und es ist... Wir sind in einer Bar. Und er erzählt die wilde Geschichte von den Schüssen, die Tag und Nacht durch die Straßen von Chicago hallen. Mittendrin hält er inne. Ja, genau. Okay, das ist also diese Mafia-Geschichte. Die Mörder auf den Straßen wurden zu die Schüsse, die Tag und Nacht durch Chicago hallen. Okidoki. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das ging ja hier, ne? Nach Boston. Sekunde. Karte. Wo ist er denn? Wenn ich jetzt hier mal rausfahre... Oh, Leute, guck mal, wie weit wir schon gekommen sind. Hier oben haben wir mal angefangen. Sind dann nach und nach ganz hier runter, dann hier oben, Norden lang. Und das haben wir alles noch. Holy fuck. So, wo ist denn der Quinn? Hier, ne? Ja, genau, das ist er. Ich erkenne es an den Hunden und an den Füßen. Ja, dann wäre Boston wahrscheinlich ganz gut. Und hier ändert sich auch wieder die Musik. Interessant. So, drehen wir, gucken wir uns mal um. Ist hier noch irgendwie was gleich? Nee. So, und jetzt, Ja, schade. Ich dachte, ich komme hier irgendwie raus. Mal gucken, ob ich hier irgendwie mit der Bahn weiterfahren kann. Erstmal Geld verdienen vielleicht. Oder betteln.
Ein altes Pärchen sitzt auf... Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Ein altes Pärchen sitzt auf einer Bank im Park nicht weit von dir. Der alte Mann beobachtet dich aufmerksam. Du hoffst, dass er dir keine Schwierigkeit... Dass du dir kein... Das ist, glaube ich, falsch hier. Du hoffst, dass er dir keine Schwierigkeiten macht. Das S muss weg. Deine schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen, als er aufsteht und in deine Richtung humpelt. Mist. Zu deiner Überraschung drückt dir der Mann eine große glänzende Münze in die Hand. Meine Frau weiß nichts davon, flüstert er, aber als wir uns begegnet sind, war ich ein Wanderer wie du. Er zwinkert dir zu. Ich habe dir erzählt. Ihr erzählt, meine Schwester und ich seien als Studenten in die Stadt gekommen, doch wir hatten kein Dach über dem Kopf und waren wild wie eh und je. Wow. Seine Frau liest derweil nichts an. Ein Buch für das Leben gibt es keine Regeln, erklärt der Alte. Niemand ist dazu verdammt, nur eine Sache zu sein. Du kannst eine Weile lang wandern und eines Tages siehst du dich um und arbeitest in einer Schule oder einem Anwaltsbüro oder wo auch immer du willst. Er klopft dir auf die Schulter. Doch genieße zuerst deine Freiheit, sage ich dir. Weise Worte. Wir bewegen uns nach New York. So, verlassen, keine Kohle mehr. Okay, jetzt sind wir schon näher gekommen. Jetzt müssen wir nur durch Pennsylvania durch. Nach Westen. Ah, hier irgendwo noch verbesserte Geschichten? Nee. Wer ist denn da eigentlich? Da unten ist noch der Minenarbeiter, aber da wollen wir nicht hin. Ich halte immer Ausschau nach diesem Symbol. Verbesserte Geschichte irgendwo. Ja, das wäre dann, wenn... Oder vielleicht sagt dann das Spiel irgendwie, ja, okay, du musst halt jetzt neu starten. So, letzter... Vielleicht setzt dich das Spiel dann dahin zurück, bevor du mit Quinn gesprochen hast und du musst dann quasi wirklich erstmal in jeder Kategorie meinetwegen alle Geschichten sammeln und dann maximal ausbauen. Weil dann hast du halt noch eine Chance, Quinn zu überzeugen. Mal gucken, rein theoretisch können wir hier ja auch sterben, aber da hat der Wolf ja gesagt, das macht nichts, weil du halt immer wieder kommst. Ich könnte eigentlich auch mal schneller laufen, ne? Okay, da ist noch eine verbesserte Geschichte, die holen wir uns noch vorher. So, und zwar die Geschichte von der Farm, die mit aus Leichen gefertigten Vogelscheuchen übersät ist. Oh Gott. Du erkennst daran das Grundgerüst. Holy fuck, das klingt da wie Jeepers Creepers hier. Naja. So, wir gehen zu Quinn. Ist ja eher eine Gruselgeschichte. Oha, wir sind auf einem Friedhof. Das sieht gar nicht gruselig aus hier. I've been missing our talk since you and I last split. Been thinking how my family judiced me and how they did wrong by my little brother. Here, sit with me. I yeah. want someone to talk okay. with about all this. Yeah, kein Problem. I love him dearly. My dogs ain't such good talker. I want to hear a story about ghosts or murderers. Ja, sehr schön. Oh, okay, es sind doch wieder alle Dinger da. Okay, es kann vielleicht auch sein, dass sich das automatisch resettet. Quinn kennt die Geschichte bereits von der Vogelscheuche. Schade, die ist nämlich jetzt inzwischen besser geworden. Ich hätte noch eine Geschichte von einem eigenartigen Kult, der sein Unwesen treibt. Die ist ja auch schon verbessert. You spin a good yarn. I was shivering there for a little bit. Und sein Auge ist etwas weiter aufgegangen, das war schon mal gut. The future's slippery, I'll admit, stranger. I don't rightly know what the future's got in store for me. Ja, ich fürchte, niemand weiß, was die Zukunft bereithält. I'll make my wages fine presently, but I'm only getting older. And I fear folk will have less kindness for me as I do. Noch geht's mir gut genug, aber ich werde ja nur älter und ich sorge mich, dass die Menschen mich weniger freundlich behandeln, wenn ich's tue. Is there gonna be a good place for me somewhere in all this wilderness? Wer weiß.
Hey, do you got any really thrilling stories to tell? I'm hankering for one of those. Ja, eine Thrilling-Story. So, und da wird's jetzt schon mal spannend. Wir haben hier Gruselgeschichten. Ich hätte hier eine Geschichte von einem Weißkopfadler. Vom verlorenen Ring. Die Geschichte von Packers Bill, dem Cowboy, der den Wind zähmte. Well, that was a lively tale. Okay, leider nicht weiter das Auge geöffnet. Wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen mehr reinpumpen im letzten Kapitel. Freedom. Will I ever be free, stranger? Is there even such a thing anymore? That train whistle means venture, new sights, more life. But prison comes in different shapes, don't it? Die Zugpfeife ruft nach Abenteuern, neuen Erlebnissen, einem neuen Leben, aber es gibt auch Gefängnisse anderer Art, nicht wahr? Ja. Wohl wahr, wohl wahr. Hey, tell me one of those exciting stories. Ja, da geht's weiter mit den exciting stories. Die ist, glaube ich, eher traurig, ne? Die ist hoffnungsvoll. Zwei Frauen im Spukhaus. Ah, hier, die Geschichte von dem letztgeborenen Büffel. Die ist doch bestimmt spannend. Well, that was something. You spin a good yarn. Oha, das Auge ist weiter offen. Aber noch nicht ganz. Wir brauchen noch was. Brings to mind my home. Grew up Riverside in North Louisiana. Not the Mississippi, mind. One of its tributes. Aber er hat sich, glaube ich, jetzt in seinen Antworten auch immer ein bisschen geändert, ne? Also bisher war er ja immer so wie, ach hier, ne, Leben in der Zivilisation, ist mir alles scheißegal, ich reise hier ein bisschen rum und ich komme schon irgendwie durch. Und jetzt aber gerade bei der Freiheit hat er angefangen sozusagen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob es wahre Freiheit wirklich gibt. Ja, da muss ich an die Heimat denken. Bin am Flussufer Nord-Louisiana aufgewachsen, nicht am Mississippi, an einem Nebenfluss. When I think happy thoughts about that old house, I think about the river, 50 yard back from the porch. Wenn ich an glückliche Erinnerungen aus dem alten Haus denke, denke ich an den Fluss. Gerade mal 50 Yard von der Veranda entfernt. I think about the muddy bank and how it felt to have your feet sink into that particular kind of muck. Ich denke an das schlammige Ufer, wie es sich angefühlt hat, die Zehen in diesen Matsch zu stecken. I think how that straight new river road they put in reoriented the farm. Front became the back and we turned our backs on the river. Ich denke daran, wie die schicke neue Flussstraße den Hof herumgedreht hat, sodass vorn hinten wurde und wir dem Fluss den Rücken zugewandt haben. I wanna hear one of them venturing tales. Oh je, noch mehr Adventuring Tales, ganz toll. Ach, Kind, ey, Adventure Tales, ich hab doch nicht so viele Adventure Tales. Die hast du ja alle schon gehört. Die Geschichte vom Weißkopfseeadler? Ist doch auch irgendwie spannend, oder? Wow, ja. Quite a story, Stranger. Ja, und sein Auge ist offen. Sehr schön, es ist perfekt offen. Hui, geschafft. Was für eine Geschichte. You talk about fate? I wonder sometimes if what was in them is in me too. That thing. Du sprichst von Schicksal? Manchmal frage ich mich, ob das, was in ihnen steckte, auch in mir steckt. That thing. Whatever it was that made my parents no good for people. Was auch immer es war, das meine Eltern als Menschen untauglich gemacht hat. I want a story that scares me. Now I'm older, almost nobody can do it. Give me your best shot. Okay, ja, Gruselgeschichten kannst du kriegen, wie du, also da habe ich ja hier zum Beispiel eine Geschichte von einer noch nie zuvor gesehenen Farbe. Wow, that's the stuff, Stranger. Spooky campfire tales are my favorite. Was hier noch krass wäre, so bei diesem finalen Level, sag ich jetzt mal, wenn das Auge wieder zugehen würde, wenn du falsche Geschichten auswählst. Das wäre noch krass. Wow, echt harter Tobak. Gruselgeschichten höre ich dann doch am liebsten. I'll tell you about death. My brother, my little 7-year-old brother, slowly dying as they shouted back and forth about what to do. About money and hope and the Lord's protection. Mein Bruder, mein kleiner 7-jähriger Bruder, wie er langsam vor sich hin starb, während sie einander anschrien über Geld
und Hoffnung und die Gnade des Herrn. White as a ghost he was, and in terrible pain. Appendicitis ain't no easy way to die, stranger. Er war so bleich wie ein Geist und hatte furchtbare Schmerzen. Eine Blinddarmentzündung ist kein leichter Tod. I close my eyes and I can still see his little face, hurting and confused and praying for a miracle. Wenn ich meine Augen schließe, kann ich sein kleines Gesicht immer noch sehen. Schmerzverzerrt, verängstigt und verzweifelt. How can I ever move on from that? Can't run from your own memories, though I surely have tried. Wie soll ich das hier hinter mir lassen? Seinen Erinnerungen kann man nicht entkommen und ich weiß es. Ich hab's versucht. My oh my, stranger. Listen to me blubbering on about my woes. I reckon it's something about you what brings it out of folks. Herrje, jetzt sieh mich nur an, wie ich die liebe lange Nacht über meine Sorgen quatsche. Ich schätze, irgendwas an dir lockt sowas aus den Menschen raus. You're searching for something great, something holy, aren't you? But you don't figure you're gonna find it. Du suchst nach etwas Großem, was Heiligem, nicht wahr? Aber du glaubst nicht, dass du es finden wirst. Can you wonder if it can't be found at all, or if it's just you that can't find it? Du fragst dich, ob es überhaupt gefunden werden kann oder ob es nur dir verwehrt bleibt. Really eats at you, don't it? I can see it in you. Es nagt an dir, nicht wahr? Ich sehe es in deinem Gesicht. Anyway, I best be getting on. I think I'll see what's happening up the road. Take care of yourself, stranger. Tja, ich mach mich lieber auf den Weg. Ich glaube, ich schau mal, was die Straße noch zu bieten hat. Pass auf dich auf. Quinn Story complete. Ja, nice. So, kann man jetzt irgendwie hier noch Fortschritt? Das Quinn abgeschlossen. Oh, und jetzt sieht man hier seine finale Form. Oh Gott. So wollen wir den in Erinnerung behalten? Tja. Schade, ich hatte, also wie gesagt, das ist wirklich eine Sache, die ich mir hier wünschen würde in dem Spiel. Dass ich, wenn ich jetzt hier draufklicke, meinetwegen, also ich klicke jetzt gerade mit meiner Maus oder hier, dass ich dann hier nochmal so eine Zusammenfassung von seiner Geschichte sehen und nachlesen könnte. Gut, man muss halt zuhören, ne? Also Quinn, das Kind mit den schrecklichen Eltern, das zusehen musste, wie sein Bruder an einer Blinddarmentzündung starb. Und das dann zum reisenden Landstreicher mit zwei Hunden wurde. Alter Schwede. Okay, gut. Dann, ja, hätten wir das für heute abgeschlossen. Ich würde sagen, nächste Folge begebe ich mich mal. Habe ich hier noch irgendwelche ungesehenen Geschichten? Hier, das, die könnte noch sein. Und hier oben. Ich würde sagen, ich begebe mich mal Richtung Michigan, nächste Folge. Und dann hier runter zu Franklin, dann hier zu Mason, da könnten wir mal versuchen, sein Auge komplett zu öffnen. Da müsste ich dann vielleicht mal noch ein paar andere Geschichten als diese ganzen Gruselgeschichten auswählen. Und dann machen wir hier runter Richtung Arkansas und machen dann quasi über die Mitte des Landes, hier so in Nebraska, Iowa, nochmal an die Westküste. Schauen wir mal. Gut. Dann hoffe ich, ihr habt ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Bis dahin, haut rein!